Hallo und herzlich willkommen hier zu Urbex mit Mel und Alex, beziehungsweise heute gibt es wieder die nächste Burg, und zwar die Burgruine Fürstenberg, eine sogenannte Hangburg. Ja, ich meine, man sieht ja, dass da schon ein Hang ist, und jetzt wenn ihr dann denkt so, hä, was ist denn das? Das ist meine mega starke Frau, denn man kann hier mit Treppen hochgehen, und wenn ihr den Video schon gesehen habt davon, dann wisst ihr, wie genial das eigentlich ist. Hier ist sozusagen das Portal zur Fürstenberg. Meine Fresse, wie geil ist das denn bitte? Hier geht's hoch. Ich mach's mal so kamerasinematisch wie nochmal was mit dem Swank. Wow. Alter, Leute, das wird was. Ich wünsche ganz, ganz viel Spaß bei dem Video. Ich habe natürlich ein bisschen was zur Geschichte beizutragen. Deswegen bleibt gespannt und wie gesagt, viel Spaß, und ich melde mich, wenn ich oben bin. So, noch nicht ganz oben angekommen. Einfach um euch mal zu zeigen, wie, in welchem tollen Zustand diese Stufen sind. Also ab und zu bist du froh, wenn die Hälfte der Stufe noch sichtbar ist und nicht von Geröll und Schotter überwuchert. Deswegen ist das hier mit dem Aufstieg sehr mit Vorsicht zu genießen. Ihr seht, da ist Mel. Das ist echt ekelig, und runter ist das noch fast viel gefährlicher mit diesem ganzen Geröll. Also da hätte sich der Burgverein aber mal ein bisschen Mühe geben können, die Stufen freizuräumen. Also wer Interesse hat, einfach nach Oberdiebach kommen zur Burgruine Fürstenberg. Mal kurz Kehrblech und Besen mitnehmen, ein bisschen kehren, ein bisschen Unkraut zupfen, dann sieht das wieder tippitoppi aus. Und dann ist für die Nächsten, die hier hochgehen wollen, das ein bisschen leichter. Aber ihr wisst ja, bei Earning Play, wir machen nicht die leichten Wege, wir machen Extreme Hardcore Challenges. Die Frau natürlich mit Rücken. Nächste Frage. Ach, dein Herz. Und ich sehe schon hier das nächste. Da fehlen ein paar Stufen. Da geht's auch gar nicht weiter. Das ist verwachsen da oben. Da ist verwachsen. Leute, das wird ein Abenteuer. Ja, aber irgendwie beißen wir uns da durch. Bis dann. So. Da sind wir oben, aber wir mussten tatsächlich die Stufen wieder runter, weil, ihr habt es ja gerade eben gesehen, da waren auf einmal die Hälfte der Stufen nicht mehr vorhanden, und dann war es bewachsen. Und Gott sei Dank, bei Google Earth habe ich gesehen, man kann auch hier irgendwie hochfahren. Und natürlich nicht bis ganz ran. Gut, wäre jetzt wahrscheinlich auch gegangen, aber wir haben vorne hier so eine Parkmöglichkeit gehabt bei den Weinstöcken, und da haben wir jetzt geparkt. Und dann gehen wir das letzte Stück jetzt hier noch hoch. Also das ist natürlich doof, wenn da so Sachen, da steht ja auch in so Google-Rezensionen und so drin, ja, hier, da gibt es so Treppen, dann bist du sofort oben. Ja, so schön. Das war vielleicht mal vor ein, zwei Jahren der Fall, aber jetzt halt nicht mehr. Wie ihr ja selber sehen könntet, und wir sind 2022 hier. Und da ist das definitiv mit den Stufen nur noch so, ich würde sagen, semi-optimal bis eigentlich gar nicht optimal. So, dann kann ich ja mal, ich weiß gar nicht, ob ihr hier irgendwo die Stufen überhaupt dann noch sehen können. Wäre noch interessant, wie es von oben dann eben aussieht, die Stufen. Aber erstmal hier noch ein bisschen die schicke Burg. Ist schon kurz nach 8, dementsprechend wird es schon langsam düster, aber hat auch einen gewissen Flair, finde ich. Oder bei so Burgen? Guck mal, da ist, dann ist man, das muss ich gerade selber gucken. Habe ich unten eigentlich gelesen gehabt, was das eigentlich ist, so eine Art, hier dieser Graben. Ja. Auch natürlich schon sehr bewachsen, das Ganze. Ach, hier kommt man irgendwie auch hoch über eine Schwimmbadleiter. Okay, wir gehen jetzt erstmal logischerweise hier rum. Oh, was haben wir denn hier? Ach, guck mal einer an. Ruine Fürstenberg, Sicherung, Sanierungs- und Mauern und Mauernkron, unterstützt vom Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz. Liebes Landesamt für Denkmalpflege, ja, die ihr so schön das unterstützt, macht doch mal die Treppen wieder gängig. Danke. Na, da würden wir uns freuen. Liebe Grüße, Irving Play. Ja, könnt uns ja per E-Mail auch kontaktieren, warum ihr die Treppe nicht habt weiter sanieren können oder sowas. Ich meine, klar, die Burg ist natürlich an sich wichtiger, logisch. Ne? Ah, hier sind die Treppen, hier sind die Treppen. Aber wie gesagt, da ist noch ein Bereich, aber dann seht ihr ja, danach ist es überwachsen. Und das, was man jetzt natürlich nicht sieht, ist, nachdem, wo es bewachsen ist, hast du auch noch gar keine Treppen mehr. Die sind alle weg. Alle weg. Und das ist schon steil, Leute. Also das ist steil. Ne?
Und ich glaube wirklich, man muss dann irgendwie hier diese Schwimmbadleiter irgendwie auch hoch und dann kann man da irgendwie rein oder so. Ich glaube da hinten oder so, ich weiß es gar nicht. Das wird auch lustig. Hat aber irgendwie so ein geiles Farbschema, oder Leute? Mit diesem dunklen und dann hast du noch ein bisschen Sandfarben, ein bisschen durch das Bewachsen so olivgrün. Ja, irgendwie cool. Also auch ganz anders als so die anderen Burgen, die wir schon hatten. Jeder hat so ihre eigene Farbschemata. Wo war ich denn? Achso, das ist übrigens, wie gesagt, eine Hangburg. Und ist natürlich, wie die anderen Burgen auch, ich sag's immer wieder, Beinburgen, seit 2002 natürlich Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal. Ne? Das ist ja auch ganz gut so, dass die Sachen hier schön im Weltkulturerbe drin sind. So, hier war das mal ein Verkaufsstand. Ich habe keine Ahnung. Hier ging es irgendwie wieder runter oder so. Auch merkwürdig. Aber keine Ahnung wohin. Da geht es dann irgendwie hier runter. Ganz komisch. Wir wollen aber hoch. Ich glaube, wir müssen wirklich die Schwimmbadleiter dann benutzen. Okay. Aber die Fahne ist auch gehisst, wie bei der Stahlberg, bei der Stahlburg. Da war auch die Fahne gehisst. Also, Gaubritta, ich habe keine Chance, die Burg ist besetzt. Nein, natürlich nicht. So, also, während wir jetzt hier vorgehen. Und zwar ist es so, dass 1219, die im Auftrag von Erzbischof Engelbert I. errichtet wurde. Leider steht da nicht dort ein Erzbischof von Köln oder Trier oder Mainz. Ihr wisst ja, Kurmainz, Kurköln und Kurtrier sind da immer sehr im Bilde gewesen, was die Burgen hier in Rheinland-Pfalz anging, um ihren Standort zu festigen, um zu sagen, jo, hier sind wir, ne, und hier bleiben wir. Naja, also sie sind so lange geblieben, bis dann die Burgen zerstört wurden. Aber bis dahin hat es irgendein Bischof in Auftrag gegeben, um zu sagen, jo, da wollen wir hin. Und hier sind wir präsent. So, wir gucken mal, wie wir hier den Weg hoch dackeln können. Weil da oben ist auch noch eine Brücke, aber das geht irgendwie von einer anderen Seite aus. Dann, ja, ich gehe mal hoch. Bis gleich. So, nach Bezwingen dieser Schwimmbadleiter tatsächlich, Leute. Ich bin schon mal hochgegangen. Mel wollte nämlich da schon Fotos noch machen von dieser einen Art Brücke. Genau, man geht hier an der Seite vorbei. Leute, man geht an der Seite hier vorbei. Ist ja gar nicht hoch. Nein, Leute, mit Höhenangst, da ist gar kein Problem. Gar kein Problem. Nee, Junge, Junge. So, und dann geht's hier rein. Alter, was ein Abenteuer. Also jede Burg, wo wir besichtigt haben, hat irgendein Special Tricky Entrance. Junge, Junge, Junge. Ja, jetzt wird's ein bisschen düster, weil, wie gesagt, ist ja schon nach 8 Uhr. Ja, die neue Taschenfunzel, genau. Aber trotzdem, oh, hat doch ein Flair. So, jetzt war ich vor lauter rausgucken, wie wir hier reinkommen. Ich glaube, wir sind die Einzigen heute hier. wir waren beim Erzbischof Engelbert dem Ersten. Genau, wie gesagt, die sind ja immer da irgendwie vertreten, um die Sachen zu festigen. So, dann geht's hier weiter mit meiner tollen Geschichtsstunde für euch. 1243, während die Frau sich erstmal eine Pause gönnt. Hat sie sich verdient? Leute, in die Kommentare. Ich habe die stärkste, beste, gut aussehendste Frau auf Erden. Natürlich. Und die krankeste. Ja, sie ist eigentlich angeschlagen und trotzdem macht sie solche Sachen immer wieder mit. Ich bin einfach unendlich stolz auf sie. Deswegen hat sie sich jetzt auch 5 Minuten Pause hat sie sich gegönnt, ja? Nein, sie darf sich auch 10 Minuten Ding sich gönnen. So, wir gucken eine Weile weiter. Alles gut, mein Schatz. So. Hier können wir auch, ja, wir sind rausgucken, können wir, da ist natürlich ein bisschen gesichert anscheinend, übersehen. So, und zwar haben wir 1243 als erbliches Lehen an die Kurfürsten der Pfalz, also diesmal nicht die Wittelsbacher oder so, die das bekommen haben, nein, sondern die Kurfürsten der Pfalz, haben das bekommen und haben sich dann gedacht, 1410, wisst ihr was, als Lehen ist es zwar ganz schön, aber wenn wir es kaufen, ist noch viel besser. Haben sie es gekauft. Ja, warum nicht? Wenn man die Mittel hat, die finanziellen, kann man sich solche Sachen auch mal gönnen. Ne? Und ich glaube, hier oben geht es jetzt weiter. Oh je. So, die Frau hat noch das Ende vom Vlog schon jetzt gedreht, damit es noch ein bisschen im Helleren ist. Ansonsten wird es echt dunkel. So, während wir jetzt hier noch höher hochwandern, die Burg hier. Junge, Junge, Junge. Also die ist definitiv nicht für jedermann zum Besuchen. Also Tiere und Kinder würde ich hier nicht empfehlen mitzunehmen. Denn jetzt muss man hier auch noch hochsteigen. Diesmal natürlich ohne Gimbal. So, bin ich wieder eins oben.
Da muss ich jetzt hoch. Ihr seht hier. Runter. Oh, muss ich auch noch gucken. Wieder mit Taschenfunzel und Handy in der Hand. Eieieiei. Aber hier den schicken Bergfried. Der Bergfried. So. Und jetzt, gehe ich mal ein Stockwerk höher. So. Und dann geht's da hinten weiter. Leute, ich gehe erstmal hier hoch, wenn ich hier ein Plätzchen gefunden habe, wo ich human gehen kann, ohne auf der Schnauze zu liegen. Geht's weiter mit der Geschichtsstunde. Ne? Wie gesagt, wir wollen ein bisschen was übermitteln, vermitteln. Hier haben wir noch eine schicke Option. Jetzt bin ich erstmal hier auf der Mauer. Das ist vielleicht nicht so toll. Hier wird es nochmal irgendwie runter gehen. Und jetzt, hier ist doch, ja, Bretter. Ach Gottchen. Aber, Tap. Alles cool, alles gut. Überlebt, Leute. Wir haben überlebt. Weiter geht's. Hier rein. Wow, die ist schon. Die ist allein die Art und Weise, wie du hier reingehst oder dich umschauen kannst, total abgefahren. Ne? Auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn es ein bisschen zu dunkel ist, entschuldige ich das. Denn wie gesagt, ist schon spät am Abend. Wir haben halt nette Leute beim ersten Spot kennengelernt und dann haben wir uns über A, über B ein wenig gequatscht und hier über A, über B gekommen. Wisst ihr ja selber, wie das so ist, wenn man sympathische Leute kennenlernt. Und dann ist es immer später geworden. Und die wollten eigentlich auch noch ein paar Lost Places mitnehmen. Also die sind wahrscheinlich jetzt auch noch in der Dunkelheit unterwegs. Dank uns. Und umgedreht. Egal. Was macht man nicht alles, ne? So. Wo war ich denn jetzt hier? Genau. Es gab dann mehrere Belagerungen, sind überliefert worden. Hier von der Fürstenberg. Und zwar einmal 1321 durch König Ludwig von Bayern. Interessant, dass da König Ludwig so weit hier gekämpft hat. Und 1325, vier Jahre später, durch Erzbischof und Kurfürst Balduin von Trier. Eine Belagerung von einer Burg, wo eigentlich von Kurköln oder so geleitet wurde, durch Trier dann. Aber gut, die waren ja dann nicht mehr an der Macht. Das waren ja die Pfalzgrafen, die ja hier dann an der Macht waren. Von daher hat also dann Trier im Endeffekt wieder was für die Bischöfe zurückerobert, sozusagen. Oh, hier natürlich auch wieder die Treppen, mein lieber Scholli. Ihr kennt ja, die haben damals nicht so akkurat gearbeitet. Die Jungs und Mädels im Baugewerbe bei Burgen. Hier geht's weiter entlang. Alter. Wie gesagt, ich hoffe, ihr könnt so einiges sehen. In den Turm kommt man übrigens anscheinend rein, in den Bergfried. Da werden wir auch danach gleich noch reingehen. Auf jeden Fall, während ich euch, wie gesagt, hier ein wenig mitnehme. Aber ich glaube, ich mache mal noch mal ein bisschen mehr Licht. Moment mal. Faudele, mahodele. Noch ein bisschen mehr Licht, nämlich durchs Handy. Dafür ist das super Stabi aus. Also wenn sie da mehr wackelt, liegt es daran. So, wo kann man hier noch überall entlang gehen? Mein lieber Herrn Gesangsverein, hier geht es auch nochmal. Guckt euch das an. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier noch? So ein kleiner Escape-Bereich oder wie? Könnte man sich das vorstellen? Vielleicht, oder? Kann doch sein, dass man hier hat dann abhauen können, flüchten können. Ihr wisst ja, jede Burg braucht auch einen Fluchtweg. Sonst ist es keine richtige Burg. Oder hätten die Erbauer was falsch gemacht. Ne? Ist ja klar. So, ich mache mal kurz die Taschenfunzel aus. Ich denke mal, das sollte erstmal gehen. So, liest es aus. Und dann gucken wir mal weiter. Es gibt Aufzeichnungen, wo man genau wüsste, was jetzt noch alles hier steht. Vom Zwinger, vom Palast etc. Denn ihr seht ja schon so ein paar mehr Mauern als wie bei der Stahlburg, was hier steht, finde ich. Also so ist grob gesagt, würde ich sagen, dass hier schon irgendwie mehr steht. Hier ist dann die
Brücke, die Mel von unten schon fotografiert hat. Oh, die ist cool, oder? Oh, ist die cool? Ja, ich würde sagen, die hat was. Ist natürlich nicht mehr die Originalzugbrücke wahrscheinlich, wo es damals natürlich mal war. Das ist hier mit festem Beton gemauert. Wir gehen natürlich drüber. Hat auch trotzdem einen gewissen Flair. Oh yeah. Cool. Rein kommt man zwar auf der anderen Seite, aber hier kommt man wieder nur raus. Also nicht, weil hier ist zu. Ja gut, das ist ein Tor. Aber da kann man muss durch die Weinberge gehen und dann kommt man hier. Ja. Okay, interessant. Ne? So, kurze Pause, gleich geht's weiter. So, da bin ich zurück. Da muss ich gleich noch ein paar Fotos für Mel mitschießen. Ich hoffe, ich mache das halbwegs vernünftig, weil er hat ja da so ein richtig geiles Auge für schöne Bilder. Ich bin ja da eher so der Grobmotoriker, deswegen bin ich ja nur derjenige, der filmt. Da kann man weniger oder nicht so viel falsch machen oder man fällt nicht so schnell auf wie bei Fotos. Deswegen macht Mel ja die exklusiven Fotoshots. So, und jetzt gucken wir mal, wie das hier im Bergfried aussieht. Weil wie gesagt, du kannst da irgendwie reingehen. Ne? So, alles klar, ja, wieder ein bisschen dunkel. Jetzt nehmen wir wieder die Tasche von uns. Achtung, Leute, gleich wird es ein bisschen heller. Jetzt hat. Spooky. Nein, liegt nur an der Abenddämmerung, dass es spooky ist. Also wir wollen es jetzt nicht unnötig spooky machen. Oh, jetzt habe ich auch noch, ich habe meinen Rucksack noch dabei. Deswegen ist das ein bisschen tricky. Wow. Wow. Okay, die sind hier am Restaurieren, Leute. Guckt euch das an. Also, wenn ich nach oben Svenge würde. Svenge. So. Hier, die ziehen hier ein Holzgerüst rein. Hier ist auch eine Leiter. Auf der Leiter. Da geht es weiter. So. Wir gehen aber jetzt nicht hoch, weil hier wird es eh nicht weitergehen. Die haben also nur einmal hier weiter, aber entweder zum Abstützen oder so. Ich weiß nicht, unten hier sieht man vielleicht sehr kaputt, brüchig der Boden alleine schon. Aber oh je, das ist aber aufwendig auf jeden Fall. Uiuiui. Alles klar, da machen sie auf jeden Fall was. Ne? Interessant. So. So, jetzt bin ich wieder draußen. Also hochsteigen wäre auch nicht gegangen mit der Leiter, weil du hättest die Leiter immer wieder mitnehmen müssen. Da war ja immer nur eine Leiter. Und sind wir abwechselnd links, rechts hochgegangen. Man hätte also noch nicht hochfilmen können. Ich hatte es gerade überlegt gehabt. Aber nein, das ging nicht. Deswegen gehen wir jetzt erstmal wieder zurück. Deswegen ist auch hier das Brett da wahrscheinlich, um die Materialien dann für den Bergfried, für diesen Ausbau oder Restaurierung ranzubekommen. So, ja, wir gehen mal durch das Dunkle zurück, weil ich glaube, hinten rum hätte es auch nochmal, glaube ich, gehen können. Da sind wir doch gar nicht weitergegangen, glaube ich. Und dann gehen wir schon wieder zurück zu Mel. Die wartet ja auch auf mich, weil wir haben ja nur noch... Ach, hätten wir jetzt auch... nee, das ist ja... Oh mein Gott, ich hätte auch anders latschen können. Ach, bin ich ein Turtle. Leute, hier kannst du einfach nur mit dem Bergfried rumgehen. Bin ich doof. Mein Fehler. Möp. So, ich glaube, das ist hier noch übrigens, wenn ich mal, Moment, Achtung, hup, hier, das da hier, das ist, glaube ich, noch so vom Zwinger oder vom Palast ein Überrest. Habe ich mir, glaube ich, noch gemerkt. Bäh, so, ne? Aber wie gesagt, hier steht schon noch, denke ich mal, ein bisschen mehr als bei manch anderen Burgen. Okay, jetzt können wir jetzt hier mal in die Dunkelheit. Okay, ich glaube, jetzt ist Zeit, das Video zu beenden. Ich mache erstmal die Funzel aus. Also, ich mache die Kamera aus. Ihr wisst ja, technische Probleme gehören zu Irming Play dazu. Wenn es keine technischen Probleme gäbe, wäre es kein Video von Irming Play. So, na, ich gucke nochmal auf den schlauen Zettel, ob es da irgendwas noch war, nachdem ja hier die Burg mehrmals belagert wurde. Ja, 1620 im 30-jährigen Krieg wurde sie durch die Spanier zerstört. Erobert. Und 1632 von den schwedischen Truppen erobert. Also einmal von den Spaniern erobert, einmal von den schwedischen Truppen. Und 1689 durch die Pfälzer Erbfolgekriege. Ihr kennt das ja bei den meisten Burgen, wo wir haben. Die Pfälzer Erbfolgekriege haben natürlich wieder dazu geführt, dass durch die Franzosen hier die Burg ebenfalls zerstört wurde. Hey, yippie, da freut man sich doch riesig. So,
Und ja, gut, was man vielleicht schon gesehen hatte eigentlich, sie ist aus Schieferbruchstein errichtet. So, das war's mit allen Informationen, die ich mir auf meinen super geilen schlauen Zettel aufgeschrieben habe, während wir hier runtergehen. Ihr seht jetzt meine Hand noch, den Rest seht ihr ja jetzt wieder nicht. Aber das ist auch ein bisschen steil und tricky. Deswegen mit diesem schönen Nachtding über den Rhein nach Hessen rüber verabschieden wir uns mit der Burgruine Fürstenberg. Und wir hoffen, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und ich sage wieder hier Mels Namen. Die wartet ja wie gesagt unten. Daumen hoch, Abo-Knöpfchen, die netten Kommentare schreiben. Oder auch Kritik äußern. Ne, alles ins Kommentarfeld. Ihr wisst, dann freuen wir uns. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao, ciao. Nachtrag. Leute, habt ihr gerade was huschen sehen? Mel hat einen neuen besten Freund. Ich bin außen vor. Und zwar die Fledermausi. Schon wieder was mit Tieren. Ihr habt es vorher bei einem anderen Video, also das war mir am selben Tag gedreht, mit Schafen habe ich euch da gefilmt und jetzt haben wir noch eine Fledermaus. Ja, wie geil ist das denn bitte? Der schwebt die ganze Zeit über mich drüber, der ist total fasziniert, der Kleine. Ja, so. Mach er wieder. Du, jetzt pass auf, der kommt gleich wieder. Halt mal hoch. Guck. Ich halt mal hoch. Warte. Jetzt war er da hinten am Gitter. Der kommt bestimmt gleich. Habt ihr, jetzt habt ihr, glaube ich, gerade hier so ein bisschen rüberfliegen sehen. Habt dann gesehen, hoffentlich. Ne? Jetzt kommt er. Da ist er auch wieder. Ja. Ich habe, ja, ein bisschen was, wenn ihr was Schwarzes jetzt gesehen habt, das war unser Fledermaus. Ja. Ja, unglaublich. Ja, die freut sich, glaube ich, auch. Die hat eigentlich immer ihre Ruhe. Wir wollen sie auch, glaube ich, nicht weiter stören. Und ja, da seht ihr, was wir alles an Tieren auch anziehen. Naja, wir haben eine gewisse Aura. Wir sind Dracula. Nein, Quatsch. So, wie gesagt, ich hatte ja schon abmoderiert. Aber jetzt kann es die Frau auch nochmal persönlich sagen. Was sollen die Leute immer machen? Like-Button und Abo-Knöpfe drücken. Genau. Mhm. So, und jetzt lass mal Mr. Fledermausi in Ruhe, denn wir fahren nach Hause. Ihr wisst ja selber, es ist dunkel. Ja, tschüss. Tschüss. Das war die Burg von Mini-Graf Dracula. Nee, auf jeden Fall sehr schön, auch wenn ich nie alles mitmachen kann. Aber wir hoffen, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Samstag. Ciao, ciao.